Mannheim bei Nacht, am Rhein, Hafen. So, ja, hallo ihr lieben Leute, ich nehme euch jetzt ein kleines Stückchen mit hier zu meinem nächsten Ziel in Mannheim. Erster Kunde, wie gesagt, abgearbeitet. Tja, man kommt da um 7 Uhr an und dann sagen die zu einem, ja, die fangen erst um 8 an. Aber ich habe Glück gehabt, wenn nette Dame hat mich da entladen. Echt krass hier. Muss man rangieren, indem man die Straße mitnutzt. Anders geht's nicht. Nicht mehr dran. Okay. So. Erstmal. Also ich sag gleich, ich werde jetzt hier keine Geschichten erzählen und nicht viel quatschen. Ich muss da so ein bisschen meinem Navi lauschen, um hier den richtigen Weg zu finden. Nach 100 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, Ludwigsbadstraße, dann biegen Sie rechts ab. Jo, Else, mache ich. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, dann biegen Sie rechts ab. Fahren Sie geradeaus B37, B38, Bismarckstraße. Fahren Sie geradeaus. Jo. Ja, es ist nicht nur so, dass ich nicht so gerne oder überhaupt nicht gerne in der Stadt leben würde. Also ist für mich undenkbar, hier in so einem Haus zu wohnen. Aber ich glaube, hier wohnt auch keiner. Ja, und auch so ist mir ein bisschen, also da lobe ich mir doch unser beschauliches Landleben.
Wenn die das wahr gemacht hätten, dass ich erst um 8 abgeladen worden, also ab 8 abgeladen worden wäre, hätten wir schon wieder eine Stunde Verzug drin in allem. Aber okay, so geht's ja. Irgendwie. Ist bei mir heute alles in Mannheim. Wie gesagt, die zweite Abladestelle ist in Mannheim und dann lade ich auch wieder Mannheim. Wie jetzt schon die ganzen letzten Tage Papier zurück, was ich dann aber auch noch ausliefern soll. Na gut, jetzt haben wir ja auch schon kurz vor 8, aber ich kann euch sagen, was so um 5, 6 Uhr schon los ist auf der Piste, Wahnsinn. Naja, gute Fahrwerte wird das nicht geben hier. Scheiß Stadtgurkerei. Aber hier sind auch viele Ampelanlagen mit einem Blitzer dahinter und ich habe keinen Bock, da einzukassieren. Entschuldigen, aber ich muss mal eine rauchen. Boah, es ist schweinewarm, ey, 10 Grad. Ey, wir haben Dezember, eine Woche vor Weihnachten. Das ist irgendwie, bin ich schon wieder hier, dabei habe ich gar nicht selber abgeladen, in Schwitzen gekommen. Vor allen Dingen muss man hier in der Stadt aufpassen, dass man hier keinem über die Zehen fährt oder irgendwo aneckt oder hängen bleibt.
entspanntes Fahren ist, ist so anderes. Naja, wie gesagt, ich wäre ja auch kein Nahverkehrsfahrer. Ich habe gestern schon in der Firma gesagt, ob ich jetzt in den Nahverkehr gehe, von wegen viermal Auto auf und zu machen. Aber die sind ja da auch ganz schön am Rudern. Geht klar. Ja, fahr mir doch die Ecke ab, du Hund. Nach 400 Metern bleiben Sie rechts. Mann. Sie rechts. Ich kann mal hoffen, das ist hier richtig. Aber dann werden wir gleich sehen, ob das richtig ist. Ja, doch, doch, ist richtig. Als ich heute Morgen hier reingefahren bin nach Mannheim, zu meiner ersten Abladestelle, das war auch schon nicht schlecht. Boah, scheiße, ist das eng hier. Boah, verflucht. Ja, hier muss man, wie mein Fahrlehrer sagte, sich den Platz nehmen, den man braucht. Und auch so ein bisschen forsch sein. Sitzen sie, sieht so ein bisschen so, ach, Hochschule Mannheim. Gerne, da kannst du den Leuten beim Studieren zugucken. War ja auch mal eine Option bei mir zu studieren, habe ich aber nicht wahrgenommen. Irgendwie ist mir der Studier- und Schulbetrieb doch ein bisschen zu dröge. Hab's dann vorgezogen, andere Sachen zu machen. Ich hoffe, die Technik spielt schön mit, weil gestern
da noch mal was nicht funktioniert, kommt ja auch vor. Hauptsache, ich muss hier nicht am Freitag hin. Also das wäre, das braucht kein Mensch. Mein Kollege freut sich schon auf seinen Zahnarzttermin am Freitag. Er sagt, er hat sich noch nie so auf den Zahnarzt gefreut wie da, weil er nämlich dadurch sich mal eben kurzerhand ausgeklinkt hat. Ja. Da werden die Hunde Gassi geführt hier, du. Nach 600 Metern biegen sie rechts ab, Renania-Straße. Wow, wow, wow. Wow. Sie nicht. Mann, Mann, Mann. Oh, von einer Ampel zur anderen, ey. Meine Fresse. Da lobe ich mir doch die Gegend bei uns zu Hause, da fahre ich 150 Kilometer mit dem Motorrad und habe keine Ampel. Wenn ich es ein bisschen geschickt anstelle. Ich meine, wir haben eine im Dorf. Wir haben echt eine Fußgängerampel im Dorf. Aber auch nur eine. Nach 100 Metern halten Sie sich rechts, Renania-Straße. Ja. Ah, ich sag mal, da will ich, dass ich hier unten fahre. Das gefällt ihr. Ja, mit anderen Worten, der andere Kunde ist auch hier in der City. Ich weiß gar nicht, was die Nahverkehrsfahrer so toll finden, die Mann, Mann, Mann.
wenn die jetzt eine kürzere Arbeitszeit hätten, könnte ich es dann noch verstehen. Aber so, ich sag mal, ich habe einen Kollegen, der ist 15 Jahre Nahverkehr gefahren, der hat jeden Tag 15 Stunden gemacht. Also dann würde ich ja eher noch Fernfahrt machen. So, 500 Meter. Wie heißt denn die Bude? SPX Security. Irgendwo muss es hier sein. Fragt sich nur wo. Nach 200 Metern Ankunft, Ziel auf der rechten Seite. Ich hoffe einfach mal, es ist da vorne. Ankunft, Renania-Straße 68, Ziel auf der rechten Seite. Obwohl, sieht überhaupt nicht danach aus. Tja, es tut mir leid, ey. Scheiße. Ich fahr mal hier rein. Mann, Leute, kriegt ihr echt was geboten. Ich bin hier mit Sicherheit nicht richtig, aber hier kann ich wenigstens drehen. Drehen und fragen. Stahl, da bin ich mit Sicherheit falsch, aber ich kann mal fragen. So Leute, ich schalte euch mal weg. Bis später. Kann sein, dass der Ton jetzt ein bisschen anders ist, Leute. Ich habe nämlich eben beim Aussteigen hängt mir das Mikrofon noch an der Jacke. Das ist mal schön rausgerissen. So, jetzt habe ich schon wieder einen kleinen Fußmarsch hinter mir. Jeder erzählt einem hier was anderes. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach nur zum Kotzen. Fußabdackeln, ey.
da vorne steht einer. Vielleicht kann man den ja fragen. Ach, Mann, ey. Was ist das für eine Scheiße hier heute Morgen? Ich kapiere das überhaupt nicht, ey. Leute, ich drücke euch wieder weg. Ich muss dann erstmal hier abchecken.